Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge in Moss. Ja, wir werden jetzt mal gucken, was da passiert, wenn wir an dem Ziel. Gut, der Schlüssel ist jetzt erstmal runtergefallen. Heißt für uns, wir gehen weiter runter, nicht wahr? Auch wenn hier alles voller Spinnweben ist. Weg damit. Öffnen. Ach, da brauchen wir jetzt den Schlüssel und der Schlüssel liegt da oben draußen. Aber den holen wir uns jetzt. Da sonst noch was? Okay. Ah, abschneiden. Das machen wir doch glatt. Gut. Dann gucken wir mal gleich rein, was das da ist jetzt. Okay, es geht einfach weiter. Ist das der Vater von dem Kind? Könnte das sein? Seine Frau bzw. die Mutter des Kindes jetzt Selbstmord begangen. Gehören die alle zusammen? Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Jetzt sind wir alt. Oder? Nee, wir sind einfach nur traurig. Okay. Gehen also jetzt den Gang entlang. Der Gang könnte jetzt so die verstrichene Zeit darstellen vielleicht. Erst war er ganz, ganz stark traurig. Jetzt hat er zumindest den Kopf wieder oben. Oder? Kann mich auch jetzt total täuschen. Auf jeden Fall passiert jetzt so erstmal nichts. Okay. Sehr kurios. Okay. Das hört sich anders an. Ich dachte jetzt schon, wir müssen vielleicht doch etwas machen. Also ich kann ja momentan auch wirklich nur gehen. Was passiert mit uns? Langsam finde ich es aber fast ein bisschen merkwürdig. Laufen wir womöglich im Kreis?
Ach, wir mussten. Wir mussten uns einfach nur mal umdrehen. Wir hätten jetzt wahrscheinlich einfach stundenlang weiterlaufen können, ne? Ja, toll. Okay. Können wir da rausgehen? Nee, da können wir jetzt nicht rausgehen. Okay. Oh, das ist schon sehr... Oh. Sehr, sehr, sehr verwirrend, dieses Spiel. Jetzt sind wir wieder da, wo wir schon mal waren. Na? Ihr wisst es noch. Da hat's begonnen. Ich werde noch mal ganz kurz gucken. Das da links ist jetzt schon... War das schon immer da? Nee, oder? Okay, wir können jetzt da so auch noch immer nichts machen. Ja. Ah, öffnen. Wir können hier öffnen. Wir quetschen einfach den kleinen Kerl da. Ah. Jetzt können wir hier hin. Was ist das? Okay. Eine Prinzessin sozusagen. Ich möchte noch mal kurz gucken. Was? Okay, nee, da drüben können wir noch nicht hin. Das sollen wir also noch. Oh. Oh, ups. Nicht aufgepasst. Zerstören? Das können wir nicht zerstören. Schauen wir mal ganz kurz da. Okay. Da konnten wir zu Beginn nicht reingehen. Und da sterben wir doch wieder. Sind wir hier schon richtig? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier schon sein soll. Ich würde eigentlich gern wieder schauen, ob ich nach oben nochmal... Ja, ich kann schon nochmal nach oben. Nee, ich glaube nicht, dass das schon alles so richtig ist. Ich bin auch hier einfach viel zu schnell runtergestürzt und habe einfach wahrscheinlich wieder alles übersehen. Was man nur so übers... Genau. Wie zum Beispiel dieses Zettelchen da rechts. Okay. Wir können es nicht lesen. Ich komme hier immer auf Escape, weiß nicht, warum ich das mache. Aber sonst war das dann schon richtig. Oh, okay. Oh, Entschuldigung. Ich möchte aber noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Nee. Lass mich fallen. Ich will halt nicht immer, also ich übersehe ja generell schon immer ziemlich viele Sachen. Aber hier... Okay, nee, hier geht's wirklich nicht mehr weiter. Okay.
Da ist dann auch nichts mehr. Dann versuchen wir mal ganz kurz hier raus. Können wir dann noch mal hoch zu diesem einen? Ah ja, sehr schön. Wer bist du? Ach Mensch. Komm, hab keine Angst. Was glitzert da so? Diese Steine, weißt du, was das ist? Oh ja, das ist Schmerz, süßer Schmerz. Zeig mal her. Alles, was lebt, spürt Schmerz. Jeder Grashalm, jeder Käfer. Aber es ist schwer, ihn zu finden. Das können nur wenige. Oh, die Burg wird größer. Sie verschlingt das Land. Sie verbreitet den Schmerz. Eine gewaltige Kreatur lebte hier. Sie kannte keine Freude, keine Trauer, keine Gefühle. Es war eine gute Zeit für sie. Sie jagte und versorgte ihre Jungen, hunderte von ihnen. Aber ihr Funke erlischt. Ihre Welt wird nie wieder die alte sein. Wenn die Burg sie berührt, verwandeln sich ihre Jungen. Die Burg verbreitet Furcht und Schrecken. Sie ist mit ihnen eingesperrt. Sie hat Angst vor ihnen. Sie vergiften sie. Eines Tages wird sie sterben und vielleicht wird für uns alle ein Tag des Segens sein. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Trifft den Geschichtenerzähler. Können wir noch mal reden mit dir? Diese Burg und der Turm hinter mir, die waren nicht immer da. Einst schien der Funke hell und die Welt war voller Licht und Leben. Es gab auch Schatten und kleine Kreaturen, die dort lebten. Auch in ihnen lebte der Schmerz, doch sie waren sich seiner kaum bewusst. Sie waren glücklich. Doch eines Tages ändert sich etwas. Es war nicht ihre Schuld, alles ändert sich. Sie waren nicht länger zufrieden, klein und schwach zu sein. Und sie wussten, dass jemand schwach werden musste, damit sie stark werden konnten. Sie wählten ihr Opfer aus. Sie hegten ihren Schmerz, sammelten ihn und mischten ihn mit Hass. Und dann übergossen sie ihr Opfer damit. Und je schwächer ihr Opfer durch die neue Last wurde, desto stärker fühlten sie sich. Es war nicht ihre Schuld. Aber das Land um sie herum veränderte sich, wie es sich um ihn herum veränderte. Niemand hat es bemerkt. Weiche Erde wurde zu Stein, grünes Gras zu schwarzer Asche. Und Stein um Stein begannen sich die Mauern aufzutürmen. Oh, niemand konnte den Anblick ertragen. Alle wandten sich ab, hegten ihren Schmerz und Hass, um beides erneut auszuschütten. Oh, bring mir noch mehr frischen Schmerz. Okay, einst lebte hier eine Hexe. Damals war sie anders. Niemand hatte sie bisher eine Hexe genannt. Sie liebte diese Welt und alles Leben darin. In ihren Augen erstrahlte eine unbändige Lebenslust. Sie wollte die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie studierte sie und sie wusste von der Burg. Sie wollte sie aufhalten, aber allein war das unmöglich. Und derjenige an ihrer Seite hat ihr nicht geholfen. Er ließ sie meist allein. Sie wirkte so stark, doch in Wahrheit war sie schwach. Sie pflanzte ihre eigene Sehneblume. Sie dachte, die Blume würde die Burg zerstören. Doch die Burg wuchs immer weiter, unaufhaltsam. Und eines Tages verzehrte die Burg ihre Blume. Sie verlor so das Wertvollste, was sie besaß. Es veränderte sie, für immer. Sie verfluchte die Welt und alles, was darin lebte. Sie würde nie wieder dieselbe sein, trotz aller Bemühungen ihres Partners, der nie für sie da war. Oh, bring mir noch mehr frischen Schmerz. Ach Mensch, du bist nicht der erste Fremde in dieser Welt. Der Ritter, ich weiß, du kannst ihn sehen. Du siehst, was er getan hat.
Er wurde nicht hier geboren, so wie du. Dies ist nicht sein Land und auch nicht seine Burg. Aber die Burg hat seine Seele verzehrt, wie viele andere auch. Eines Tages wird sie auch deine Seele verzehren. Und dennoch kämpfte er weiter. Sein Herz war finster geworden und diente nun dem Hüter des Funkens. Doch seine Sehnsucht blieb unverändert. Und das Feuer wies ihm den Weg. Oh Mensch, der Sturm naht. Oh, bring mir noch mehr frischen Schmerz. Oh, nur noch ein paar. Du brauchst nur noch ein paar mehr. Okay. Dann haben wir jetzt... Anscheinend können wir dann öfter zu dem, oder wie? Er hat uns ja jetzt eine Menge erzählt. Huh. Das war wirklich viel. Hier waren wir schon überall, ne? Dann wird es wahrscheinlich dann doch mal Zeit. Upsi. Vielen Dank. Dann wird es doch wieder Zeit, hier runter zu gehen. Oh, das machen wir aber dann alles in der nächsten Folge. Kann auch sein, dass wir da wieder lang müssen. Das werden wir dann schon sehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine der Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Tschüss.